Superst. Ich schätze, hier gibt es nichts mehr zu tun, außer das Herz des Stygians zu Samael zu bringen. Jo. Und doch, all diese Herzen und die Macht, die er von ihnen bekommt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nicht wirklich. Bringen Sie das Herz zu, das Herz des Stygians zu Samael. Bringen Sie das Herz, ach egal, bringen Sie Samael, okay. Ich lese immer genau das vor, was ich denke, dass da stehen sollte, aber dann steht es da gar nicht. So, eigentlich theoretisch hätte man sich ja auch oben raufstellen können, oder? Auf diese komischen Konstrukte, aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch, da können wir nicht hochspringen können. Da hätten wir nicht hochspringen können, meine ich. So, okay, dann verlassen wir dieses riesige Schlachtfeld mal wieder. Wow, und da hinten der riesige Turm. Na gut. Dann war doch hier vorne eine Vulgrim-Position mal wieder. Ich glaube, natürlich war hier vorne. Ja, da hatten wir ja gerade eben erst geguckt. Ansonsten haben wir ja nichts zu tun. Okay. Dann sprechen wir mal kurz mit Vulgrim. Wir haben keine Seelen. Das ist natürlich nicht schön. Teufelskreuz. Block Gegenangriff. Ja gut, wir können es nicht unbedingt alles leisten. Ich glaube, dann würde ich doch eher mal sagen, wir hauen nochmal die Luftsensenklinge oder Höllenklinge hoch. Höllenklinge. Habe ich so gut wie nie benutzt eigentlich, aber was soll's. So, ja, wir sind weise und mächtig, klaro. Wir haben alle Gebiete erkundet eigentlich gerade. Und wir müssen zurück zum glühenden Galgenturm. Na gut. Wir möchten gerne zu dieser Position reisen. Genau, danke sehr. So, da sind wir wieder in Schlangenlöchern. Ah, trautes Heimglück allein. So, und jetzt können wir das dritte Herz zu Samael bringen. Naja. Das ist ja ganz nett so erstmal. Allerdings war es das noch nicht. Ich glaube, es müssen 4 Herzen sein, plus nochmal dann eines von diesen komischen Obermods. So, dann hier hinten lang. Sogar die Asche des kriechenden Stygian liegt nun hinter dir. Kann dir überhaupt irgendwer etwas entgegensetzen? Nein, ich hoffe doch nicht. So, na dann Auto zerkloppen wieder mal. Selbst Autos, da liegt man im Nu. Oh, guck mal, was ist denn da oben? Oh, das war nicht richtig. Warte mal. So. Ach ja. Neue Gegners. Wieso sind denn hier jetzt neue Gegner? Och. Unnötig, ich weiß, was soll's. Hab da keinen Bock drauf. So. Aua. Eigentlich vollkommen unnötig, aber naja, egal. Wieso sind denn hier wieder so viele neue Leute? Ist ja unerhört, das Ganze. Super. Und du... Na, ja, jetzt... Okay. Gleich hinterher. Ja, klar. Na komm. Au. So, ich versuche mal gerade den Gegenschlag auszuprobieren. Das hat nicht so richtig geklappt. Ja, lieber doch nicht. Aua, hey. Na komm, ich versuche wirklich jetzt meinen Gegenschlag. Au, so doch nicht. Ah. Komm, 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 komm. Ja, funktioniert nicht so wirklich. Egal. Man kann es ja mal probieren. Ich glaube, den kann man auch gar nicht blocken, oder? Ist doch wurscht.
So, das war das. Ich glaube, wir haben hier sowieso keine Lebenstruhen oder sonst irgendwas mehr. Insofern auch egal. Da wartet Samael schon wieder auf uns. Naja gut, dann hier dein olles Herz. Eines noch. Nur ein einziges. Und dann, Krieg, bekommst du deinen Thron. Silithas mit Netzen durchsetzte Höhle ist weit hinter einer großen Spalte im Ascheland. Oh. Ruin muss noch viel seiner Kraft zurückgewinnen. Aber er wird die Strecke schaffen. Und was Silitha betrifft, reite einfach dorthin und sie wird dich finden. Die Brutmutter ist eine Sammlerin. Die meisten, die ihr Reich betreten, werden von ihr an ihre Jungen verfüttert. Und jene, an denen sie interessiert ist, das sind die Unglücklichen. Diese bewahrt sie lebendig auf und sie können lange leben. Lange genug, um ihr Dinge zu erzählen. Man könnte sagen, sie sammelt Geschichten, Informationen. Welche Geschichten wird sie mir über dich erzählen, Samael? Vorsicht, sonst wirst du ein tragisches Ende nehmen. Manchmal stirbt ein Held letztendlich doch. Aber Reiter, ich mag Geschichten mit gutem Ausgang. Und jetzt bring mir das letzte Herz. Tja, Samael wird halt immer ein bisschen unsympathischer mit jedem Scheißherz. Naja, gut. Silitha. Naja, gut. Im Ascheland. Seelenbrücke. Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen sie mit Ruin durch ihre Säulen, um sie zu aktivieren. Okay. Davon haben wir ja schon eine gesehen. Das war dieses Ding mit dem komischen Kreis in der Mitte und diesen beiden Säulen da hinten. Im Ascheland. Da konnten wir letztes Mal ja noch nichts machen. Okay, gut. Gerade noch so geschafft. Und... Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Du kannst mich begleiten. Oder auch nicht. Wir müssen da oben hin, in das neue Gebietchen da hinten in der Ecke. Und dafür müssen wir mal gucken... Dahin, das Ascheland. So. Da glaube ich, müssten wir direkt eine Vulgrim-Position davor haben. Dass wir ja nicht unbedingt sehr lange brauchen. Okay. Ja, das war wie gesagt dieses komische Säulenteil da. Aber das sehen wir gleich noch, wenn wir da durchpreschen. Willst du mich verarschen? Ich musste jetzt da sogar springen. Oh no. Ist wohl zu einfach geworden, oder was? Muss man jetzt sogar noch hier aufpassen, dass man nicht in den Abgrund stürzt. Ist ja unverschämt. So, im Ascheland wieder. Können wir hier... Wir können hier nicht. Nein! Tja. Schade, wo können wir denn jetzt eigentlich lang? Müssen wir da hinten lang? Ja. Da ist auch der Marker. Ich würde gerne... Ruin, 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 Ruin. Tja, gut. Wir brauchen was anderes. So, wir müssen da jetzt durch erstmal. Ach so, ohne... Brauchen wir jetzt gar nicht über was. Ist ja praktisch. Ich glaube, es gibt hier jetzt auch gar keinen... Nee, es gibt hier gar keinen Wurm mehr. Aber wir können jetzt also mal hier hinten hoch. Warte mal. So. Ich glaube, hier gibt es jetzt auch gar keine Würmer mehr, da jetzt die alle sozusagen weggesnackt wurden. Okay, hier kommt man nicht durch. Müsste es hier irgendwo einen Bomben-Evex geben. Ist natürlich jetzt praktisch, da ich so jetzt wieder hier ein bisschen mehr herumreiten können. Oh. Okay, das ist also das Bombengewächs. Aber da ist so ein Ding. Da ist eine Fackel. Wo kriegen wir denn jetzt ein Bombengewächs her? Ach, da oben ist irgendwas. Ah, ist kein Bombengewächs. Das ist etwas, was wir erst später benutzen dürfen. Tja.
Das ist natürlich schade. Ich hätte jetzt zu gerne irgendwas da oben benutzt. So, Ruin, komm her. Dann springen wir jetzt nicht in den Abgrund. Da hätte ich dann doch irgendwie etwas dagegen. Was ist das? Achso, das ist ein... Ja, klar, es ist irgendwas Schwebendes in der Luft. Dann müssen wir genau wohin? Hier hinten hoch wieder, ja. Weil theoretisch... Hier hinten hat ja der... Ja, da hat der Stygian irgendwas... nicht der Stygian, da hat dieser komische Wurm irgendwas weggefuttert. Da hinten sehe ich doch was. Ach ja, was für ein Tremor. Das ist sehr praktisch, wenn wir da hinkommen. Ja, schön, das ist was für ein Tremor. Insofern... Auch lustig, das war interessant. Wir nehmen uns gerade mal kurz den Tremor-Handschuh da unten. So, holen wir das mal hier so. So. Stück eines Zornkerns, damit entweder zig vier Zornkerne. Wow! Super, hat sich das sogar gelohnt mit Vulgrim mal, dass wir das gemacht haben. Da ich meine jetzt schon ein bisschen früher. Ach, und da vorne sind jetzt auch Reiter unterwegs. Das ist ja unverschämt. Aber ich ignoriere die jetzt mal geflissentlich. Ist nischt. Auch nischt. Wer hat uns denn da... Okay, ihr habt uns da. Ach nö. So, ich ignoriere die jetzt wirklich geflissentlich. Weil ich da gerade keinen Bock drauf habe. So, noch mehr Reiter. Oh, noch mehr Reiter zum Ignorieren vor allem. Naja, gut, egal. Gut, wo kommen wir denn jetzt gerade da hoch? Kann ich nicht einfach? Doch, so kann ich. Kann ich jetzt hier hoch? Und hier rum? Ich muss aber gleich sowieso wieder von Ruin absteigen, weil wir hier runter müssen. So. Jupp. Man kann nämlich mit Ruin nicht springen. Das ist immer noch so eine Sache. Heißt, an bestimmten Stellen muss man so oder so absteigen. Gut, und da vorne müssen wir durch. Ah, ja. Ah, ja, ja, ja. Okay, und ich glaube, wir müssen einfach dann anfangen zu sprinten da vorne. Also zu stürmen. So, Seelenbrücken. Krieg kann... Nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen sie mit Ruin durch ihre Säulen, um sie zu aktivieren. Super. Mach ich gerne. Und... Hui! Juhu! So, und das war die Seelenbrücke. Feine Sache, das. Und jetzt... Oh Gott, was für ein langer Weg. Noch länger? Okay. Ab und zu mal links und rechts gucken, dass wir hier nicht irgendwie Sachen übersehen oder so. Nee, aber ich glaube, wir haben bis jetzt noch nichts übersehen. Nö. Nö. Wird mal wieder Zeit, dass wir irgendwo Seelenteile, Seelenteile. Also hier Dingensens. Lebenssteine finden. Aber da ist nichts. Da oben ist irgendwie irgendwas. Da hinten oder so. Man sieht auf der Karte so einen kleinen schwarzen Bereich. Also ausgegrauten Bereich. Müsste nicht hier hinter irgendwas sein? Nur mal so gefragt. Nee, das ist einfach nur... unnütz. Ach, warte mal, ich guck da jetzt einfach mal rein. Kostet ja nix. Nee, aber dachte ich mir schon, da kann man nicht rein. Aber hätte ja sein können. Ich will ja hier nicht irgendwie mir was entgehen lassen. Da vielleicht. Nö, auch nicht. Oh, das wird immer spinnenwebiger. Sieht man vielleicht hier überall. Ja, eindeutig. Und hier nochmal geguckt. Denn hier hinten in der Ecke irgendwas? Nein, da ist auch nichts. Und hier in der Ecke, da muss aber was sein. Nein!
Ich will es nicht wahrhaben, dass es auf diesem Weg hier nichts gibt. Tja, aber gut. Wenn dem so ist, dann ist dem wohl so. Ja. Spinnies! Super. Toll. Yeah. So, ja, das hat sehr super funktioniert. Tja. Schön, okay, wir sind in... irgendwo. Toll. Ja, das ist ja schön. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus mit diesen ganzen Dingern hier und dem Ding da und so. Ich vermute mal, wir werden in diesem Gebiet einen neuen Gegenstand erhalten, aber ich glaube, ich guck mal gerade auf die Uhr. Ja, ich glaube, es ist wieder Zeit, die Aufnahme zu pausieren, deswegen, weil, ja, und so, bla, ich habe wieder genug aufgenommen für heute. Und ich hoffe doch, dass ich jetzt wieder regelmäßiger Darksiders-Folgen hochladen kann. Mal schauen, ich... bin ja sowieso noch so ein bisschen unregelmäßig, was alles angeht. Und ja, das versuche ich jetzt mehr hinzukriegen, dass es da öfter was gibt. Aber ich glaube, das ist euch sowieso ein bisschen schnurz. Und wir sehen uns dann sowieso bei der nächsten Aufnahme und so. Keine Ahnung. Mal sehen. Ja, bis zur nächsten Aufnahme. Und wir sehen uns. Tschüss. Bis bald. Und so. Tschüss.